Und ein herzlich willkommen zurück zu Weißsonnenaufruhm mit von Nürnberg Gameplays als Hobby aus dem Kolosseum in Rom. Und wir machen uns jetzt weiter. Wie sollen wir das Aquädukt zerstören? Und wie geht es besser als hier drüber? Soll ich da jetzt einfach über die Stacheln? Tatsächlich. Somit habe ich das Aquädukt zerstört. Wie komme ich denn da runter? Über das letzte Jahrzehnt bezwang ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die als großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot, gebrochen vor euch. Von mir erschlagen! Eurem General! Eurem Anführer! Eurem Erretter! Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Milo. Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Okay. Besiegen Kommunisten Zeitkampf. Okay, jetzt weiß ich wie. Ups, das war nichts. Okay. Na gut, das war in einem anderen Leben. Nee, das habe ich nicht so wirklich gelernt mit der perfekten Ampel. Nein! Nein! Scheiß Drehattacke rechne ich einfach nie. Die andere kann ich ja wohl perfekt.
Oder auch nicht. Das geht doch gut. Deinen letzten Atemzug, du stinkender Dreckskerl! Sei verflucht! Ach ja. Bin ich nicht der Größte! Weil auch. Mit so einer Aktion. Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben! Ich bin Commodus, nein, du Narr! Ich bin Commodus! Ich bin Commodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Na super. Yes! Geil wäre es jetzt, wenn das schon direkt der Richtige gewesen wäre. Ja, toll. Ich war abgelenkt. Nein! Wie jetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Meine Fresse, nee. Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der Wahre? Ist er es? Nein! Oh.
ich drücke die ganze Zeit E, aber... Das gibt's nicht. Ich wollte den einen doch nur hinrichten. Welcher dieser außergewöhnlichen ist der wahre Kommandant? Weiß ich. Ist er es? Toll, zwei Stück gleichzeitig. Nicht von den anderen, dass sie einfach nur drumherum stehen. Versuch's doch mal! Oh, ich drücke mal den verkehrten Knopf, was hat er Mist? Oh, schon wieder. Wenn ich seinen richtigen treffe. Bist du der Richtige, ja? Na, natürlich ist er das. Okay, das bringt wohl nichts gegen ihn. Ich krieg's kotzen, ey. Oh. Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der wahre Kommandant? Ist er es? Diese scheiß Drehattacke, die dauert so lang, dass ich da schon wieder zu Mengen verfrüht irgendwie auf Dings drücke. Auf Abwehr. Der hält viel aus. Ich glaube, das ist der Richtige. Nein! Ah! Mist, da habe ich doch direkt den richtigen gefunden und dann sowas. Welcher dieser außergewöhnliche Krieger ist der wahre Kommandant? Der linke da hat am Schild geklopft. Wahrscheinlich ist der das. Ist der es? Froh sein, dass er das noch nicht war. Versuch's nochmal!
Toll. Zwei gleichzeitig geht ja wohl schlecht mit Blocken. Es war mir klar, dass der andere der ist. Ah. Geht doch. Boah, er hat eigentlich wieder sein volles Leben. Nein! Nein! Oh Mann! Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der Wahre? Das ist er schon. Ist er es? Ja, nur der Richtige macht die roten Angriffe. Kann ich den jetzt schon töten, oder? Aber ich glaube, ich muss erst die anderen alle töten. So nehme ich zumindest an. Töten ja halt erst die anderen aus. Versuch's doch mal! Ich hatte den richtigen ja schon getroffen, aber da gab es dann keinen Lebensbalken. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann zählt oder nicht. Oder ob ich da umsonst die ganze Zeit gegen ihn kämpfe. Das ist schon wieder der Richtige. Ich wollte eigentlich gerade zurückrollen. Jetzt mal richtig, aber platt. Nein! Boah, das gibt's doch nicht. Diese blöde Attacke. Du kleiner Pisser, du. Noch einmal Gift. Oder Nebel. Gift sogar. Das gibt's doch nicht. Euer Ernst? Schnapp den! Ich kann nichts machen. Mach doch, tötet ihn! Ich kann wohl nichts machen, außer
Warum gibt dir das kein Leben? Oh, so voll ist das Kolosseum aber nicht Spürst besetzt. Du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir und mein Anzug. Das war das mit dem Glückstreffer. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Wie jetzt? Jetzt habe ich wieder meine Power zurück. Ja. So fühle sich an, wenn ein Gott stirbt, mein Freund. Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Er lebt noch. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Hoffentlich fällt er mir nicht in den Rücken. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Für Rom.